Guten Nachmittag. Es ist ein guter Nachmittag. China ist unser Vorbild. Wie hat es doch Klaus Schwab gesagt? Ich berichte jetzt aus der Epoch Times. Lehnt euch zurück. Da gibt es nicht viele Bilder, da gibt es Text. Ich lese ihn vor. Wir hatten doch mal gesagt, ja, wo ist die rote Linie? Ne? WEF, wo ist Schluss? Es reicht ja nur langsam. Und ich muss wirklich sagen, meine Beobachtungen sind das. Jedoch nur. Nicht gleich in die Tasten hauen, ruhig bleiben. Es kommt richtig viel Spannendes und Schönes. Meine Beobachtung ist, dass, ich sage ja, IQ ist nichts, Unbildung ist alles. Dass Menschen, die nicht von irgendwelchen Sozialsystemen leben und praktisch in der Hängematte gemütlich jede Inflation noch mitmachen können, dass die mehr Hausverstand haben. Die Österreicher sagen Hausverstand. Ja. Und demzufolge nicht so verblödet sind. Und nicht so leicht zu verblöden sind. Auf geht's. Es tönte doch jüngst am 25. November WEF-Gründer Schwab im Regime TV: China für viele Nationen ein Vorbild. Ja, jetzt haben wir es. Landesweite Proteste, das ist unser Vorbild. Landesweite Proteste in China, die Straßenbewegung gegen Xi und die KPC hat begonnen. Na, das ist doch wirklich eine gute Nachricht, oder nicht? Woher kommt das alles? Nebenbei, Epoch Times, die Schlagzeilen. China, größte Protestwelle seit 1989. China-Kenner warnen westliche Investoren, es ist Zeit, sich aus China zurückzuziehen. Landesweite Proteste, ne? Was ich gerade sagte. Aber weiter. China-Kenner warnen westliche Investoren. Es ist Zeit, sich aus China zurückzuziehen. Aufstand gegen Null-Covid-Politik. Die Wut steigt, Massenproteste dauern an. Beobachter warnen, das KP-Regime zu unterschätzen. Es wird bald etwas Großes passieren. Denn die Situation sei unhaltbar, die Wirtschaft bricht zusammen und Fehler einzugestehen ist keine Option für Xi. Das scheinen die Chinesen grundsätzlich so zur Hand haben. Also da kannst du jemanden fragen, wo ist der Bahnhof? Der sagt dir den falschen Weg. Und obwohl das gar nicht, weil er es gar nicht weiß. Und das haben mir China-Kenner auch berichtet. Und das nur bloß, um sein Gesicht zu wahren. Grinst dich an und weiß den falschen Weg, weil er keine Ahnung hat. Aber na gut, darum geht's jetzt gar nicht. Dass in zahlreichen Städten in China Menschen gegen die Null-Covid-Politik des KP-Regimes auf die Straße gehen, bleibt auch westlichen Beobachtern nicht verborgen. Natürlich, das wird ein bisschen vorsichtig hier angerissen und so weiter und so fort. Westliche Beobachter, zum Beispiel Weißes Haus, sagt, Null-Covid ist unrealistisch oder Lockdown und Null-Covid werden sehr schwer durchzuhalten sein. Wohlstand als Gegenleistung für totalitäre Herrschaft steht in Frage. Das ist es. Wieso Wohlstand? Das funktionierte doch alles in China. In den vergangenen 30 bis 40 Jahren hatte dieses gelautet: totalitäre Herrschaft gegen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Null-Covid-Politik hat die totalitäre Herrschaft noch ausgeweitet. Gleichzeitig beseitigt sie auch Wohlstand und Wachstum. Alle Sektoren leiden, äußert ein Betroffener vor Ort. Oh, ich kriege gerade wieder einen Anruf. Weiter. Ach, ja. Unsere Beamten werden auch immer blöder. Aber okay. Gut, alle Sektoren leiden, äußert ein Betroffener vor Ort gegenüber der Epoch Times. Wir müssen uns selbst ernähren und unsere Familie unterstützen. Wie können wir ohne Einkommen überleben? Also jetzt wird es langsam spannend. Aber wie kommt denn sowas? Habe ich mich da gefragt. Aber das hat mich sofort an eine andere Nachricht der Epoch Times erinnert. Kaufrausch beendet. Es ist ein Crash. Containerpreise in der Schifffahrt stark gesunken. Das geht dann da, ja, kurz gesagt. Oder nehmen wir ein schönes Beispiel. Ein 20-Fuß-Container von Shanghai nach Nordeuropa, der Anfang 22 noch 8.000 Dollar kostete, kostet jetzt durchschnittlich 1.479 Dollar. So, heißt also, Kaufrausch beendet. Ja, und wer hat es immer hergestellt? Den ganzen Kram? China. Ja, bloß wenn der Kaufrausch beendet ist, dann kriegen die ihren Mist nicht mehr los. Jetzt geht es den Leuten an den Kragen, ne? Dann ist das alles nicht mehr so schön. Dann funktioniert das alles nicht mehr. Naja, dann sollten wir uns wirklich China zum Vorbild nehmen. Hat doch Schwab gesagt, Mensch. Ja. Okay, ja, im Westen Deutschland, da
dann Deutschlands, da geht es den Leuten noch zu gut. Alles klar, ja, müssen wir auch nicht kommentieren, alles klar, kein Problem. Aber vielleicht wachen ja auch doch im Westen Deutschlands einige Leute auf und sagen sich, oh Mensch, wenn das da schon so ist, bei uns wird es auch nicht mehr lange hin sein. Na gut, wie auch immer, nächste schöne Nachricht. Ich hatte doch mal vor ein paar Monaten dieses Video gemacht, wir drücken den Strompreis. Wir, nicht die anderen. Dirk Müller hatte schön erzählt, woraus sich der Strompreis zusammensetzt und was das für ein Betrug ist. Und dass da solche Margen drin sind, die haben nichts mit den Gestehungskosten zu tun. Und jetzt, Epoch Times, Verbraucherbund ruft zur Zahlungsverweigerung bei Strom- und Gastarifen auf. Gut, wir müssen ja nicht komplette Zahlungen einstellen. Es geht um diese Preistreiberei. Wir brauchen bloß zu sagen, Beispiel, wir haben im letzten Monat immer 100 Euro bezahlt und jetzt sollen es 300 oder 400 werden, dann zahlen wir eben weiterhin 100. Seid froh, dass ihr das überhaupt kriegt. Könnte ja sein, dass wir bald gar nicht mehr zahlen können. Solange bescheidet euch, ihr komischen Gas- und Stromlieferanten. Gar nicht so dumm, ne? Im Prinzip alles gute Nachrichten, finde ich. Denn, machen wir uns nichts vor. Nehmen wir uns die zum Vorbild und machen es genauso. Irgendwann ist Schluss. Rote Linien sind alle schon überschritten. Und. Schadet doch nicht, oder? Leute, ich sage immer gerne, macht was, aber macht's gut. Ich gebe mir auch alle Mühe. Na dann, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.